den Eindruck, diese drei Elemente, Innovation, Internationalität, Interdisziplinarität, die sind tatsächlich hier so gut als möglich mit Leben gefüllt worden. Und dass das an einer vergleichsweise kleineren Universität gelingt, das ist dann vielleicht auch durchaus nicht überraschend. Es sind ja im Kern nicht die großen Tanker, die besonders wendig sind, sondern es sind häufig die kleineren Flottillen, wenn ich mir einmal diesen Ausflug in den maritimen Bereich gestatten darf. Vielleicht darf man auch sagen, ich bin sicher, da stimmen mir Herr Oberbürgermeister Methke und Herr Landrat Nahstedt zu, dass diese Universität natürlich der Stadt und der Region enorm gut tut. Dass die jungen Leute, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auf diese Art und Weise in eine Stadt gelangen, wichtige Impulse mitbringen und vor allen Dingen viel Leben mitbringen. Also es war eine kluge Entscheidung, die damals getroffen worden ist in mehrfacher Hinsicht. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist heutzutage, so einen Ruf, wie die Leuphana ihn in so kurzer Zeit erreicht hat, nämlich nicht nur regional, nicht nur im Land Niedersachsen, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern bis in globale Regionen hinein, so einen Ruf zu haben. Und da möchte ich sagen, ich glaube, das ist kein Gegensatz. Eine regionale und eine globale Aufgabe sind kein Gegensatz, denn ob im wirtschaftlichen Bereich, im kulturellen Bereich, können Sie heute gar nicht regional fruchtbar, wirklich aufbauend, produktiv sein, wenn Sie nicht den Blick ausweiten. Wenn wir heute 25 Leuphana-Jahre feiern, dann sind es auch 25 Jahre Universitätsstadt Lüneburg. Und man kann sagen, Stadt und Region haben davon profitiert. Das Konzept ist aufgegangen. Wir haben Qualität bekommen an der Hochschule und auch Quantität in Form von Studierenden. As a historian of media, I have to say that all practices of teaching and doing research are based on media. And these media change and the media press practices change. The big trick in our system is that students learn in teams. They actually work through a problem jointly and they get everything they do reviewed by the larger community. But what Leuphana is doing is doing things that we've struggled to do and we've learned over the years. But I'm so excited by this project. I think what you're doing will actually be so different for education, not just in Europe, but around the world. Ich wünsche der Leuphana, dass sie neugierig bleibt, dass sie sich ihren Schwung bewahrt, dass sie Neues ausprobiert und dass sie aus Erfahrungen lernt und sie zu Besserem nutzt. In diesem Sinne, alles Gute der Leuphana zum vorläufig 25. Jubiläum. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank dem Pianisten. Herzlichen Dank Herrn Ministerpräsidenten Weil, dass er Teil der 25-Jahr-Feier des Auftaktes war, Herrn Oberbürgermeister Methke. A very specific thanks once again for you. Thank you for coming the long way and participating with us, you know, on the future of digital education. Allen übrigen Beteiligten, danke für Ihr Kommen. Bleiben Sie uns treu.